Heute bei uns im Test, Roller ist neue, kompakte Stativserie, ziemlich gut geeignet zum Reisen, in dem Fall hier die kleinste Variante aus Carbon. Wie ihr seht, farblich fällt auf jeden Fall auf oder sticht heraus aus den sonstigen Stativen. Ob es eine Empfehlung ist, das erfahrt ihr jetzt im Test. Schauen wir uns das Roller Easy Traveler mal an. Das Stativ bringt 1,14 Kilo auf die Waage, also ziemlich leichte Geschichte. Ihr habt insgesamt 5 Beinsegmente in diesem Carbon-System hier drin. Alle mit so einem Klickverschlüssen, also keine Drehverschlüsse. Mag ich mittlerweile lieber, aber das ist halt einfach Geschmackssache, muss man sagen. Wie hoch kommt ihr in Sachen Arbeitshöhe? Naja, ihr seht erstmal nicht allzu weit. Allerdings, wenn man noch die Mittelsäule ausfährt, ist man so, wenn ihr so wie ich grob 1,80 groß seid, denke ich, kommt man damit irgendwie hin in Sachen Arbeitshöhe. Also das passt soweit. Ihr seht hier auch vielleicht schon, die Mittelsäule besteht aus insgesamt 2 Segmenten. Also wenn ihr hier im Makrobereich bodennäher arbeiten wollt, könntet ihr diesen unteren Teil noch abschrauben. Dann seid ihr eben deutlich weiter am Boden dran, wenn ihr dann die, Moment, ich klappe das hier erstmal noch einmal kurz zusammen. So, wenn ihr dann hier die Beinsegmente einfach ein bisschen anwinkelt, könnt ihr mit der verkürzten Mittelsäule dann auch sehr bodennah arbeiten. Dann kommen wir aber auch schon zu meinem ersten Kritikpunkt. Einerseits ist das so ein bisschen hakelig, also wenn das hier in der untersten Position ist, kriegt man das nicht voll ausgerastet. Das ist erst so, wenn man das so ein paar Grad, vielleicht 5 Grad bewegt, geht das halt erst in diese richtige Position auf, da muss man sich dran gewöhnen. Okay, das geht irgendwie noch. Nummer 2, ihr könnt hier ja so schön durchgucken und seht auch die Federung drin. Das sieht halt irgendwie nett aus und sehr technisch. Auf der anderen Seite kommt ja einfach wahnsinnig schnell Dreck rein. Also wenn man irgendwie am Strand ist, Sand und so da ein bisschen rumfliegt, ist da einfach sehr, sehr schnell hier drin. Vielleicht auch, weiß nicht, auch Strand, Salzwasser, Rost. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie das beste Design war, dass man hier das so halb offen entwickelt hat. Mittlerweile ja schon fast Standard, nicht so wirklich Standard, aber bei vielen Stativen mit dabei. Ihr habt eine Smartphone-Halterung, was man sehr clever gedacht, aber nicht so richtig gut gemacht hat, ist die Art, wie man das verstauen kann. Bei vielen liegt es halt einfach irgendwie mit drin und man kann es halt vergessen. Hier dachte man sich, lass doch einfach mal das Stativ nutzen und zwar könnt ihr das hier unten drin verstauen. Das ist halt erstmal, wie gesagt, sehr clever gedacht, weil so hat man es irgendwie immer dabei. Das Problem ist allerdings, wie man das im Detail gelöst hat, das da reinzuschrauben. Und es hat so einen halben Millimeter bis Millimeter zu viel Spiel. Und dadurch klappert das gesamte Stativ einfach. Es hat mich, glaube ich, eine Viertelstunde gekostet, zu finden, was das jetzt überhaupt ist, was so klappert, als ich das erste Mal ausgepackt habe. Also, wie gesagt, total nett gedacht, super coole Idee, aber man muss da vielleicht irgendwo noch einen halben Millimeter, Millimeter mehr Material haben oder sich irgendwas anderes einfallen lassen, irgendeine Art Dämpfung hier unten in der Mittelsäule drin, damit das nicht mehr so rumklackert. Aber wie gesagt, tolles Konzept, innovative Idee, aber bei den letzten 5%, da hapert es noch. Mein Fazit zum Roller Easy Traveler hier in der roten Farbvariante. Es gibt noch eine Version, die ist eher auf Video ausgelegt. Die hat dann natürlich primär einen anderen Kopf da drauf, statt des Kugelkopfes, den ihr jetzt hier oben drauf habt. Also wenn ihr da mit filmen wollt, könnt ihr überlegen. Aber ich finde, so Videostative würde ich dann persönlich eher zu was anderem greifen. Das Stativ hier, aktueller Preis, ist noch die UVP, 219 Euro. Das ist schon recht viel, würde ich sagen, für ein Stativ in, ich sag mal, der Klasse, was jetzt den Funktionsumfang angeht, das Gewicht, das ihr draufpacken könnt, die Höhe, die ihr ausfahren könnt, wie viele Beinsegmente ihr habt. Also es ist auf jeden Fall jetzt nicht günstig. Ich habe ja gesagt, es gibt ein paar interessante Ansätze, unter anderem, wie ihr hier drin diese Halterung für das Smartphone verstauen könnt. Das ist toll gedacht, aber eben noch nicht wirklich perfekt gemacht. Da geht noch ein bisschen was. Auch halt irgendwie sehr interessant, wie groß das Ganze ist zum Transportieren. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, was ihr vielleicht von anderen Stativen kennt, dass man das halt ausfährt auf die volle Höhe und dann die Beine eben so um knapp 180 Grad umklappt. Ihr seht schon, das ist halt höher, das ist dafür gar nicht gedacht. Stattdessen hatte man sich denn hier überlegt, und das ist ja eigentlich auch super clever, beim Runterfahren das einfach so zu designen, dass dieser Kugelkopf hier wirklich schön tief reinfahren kann. Auch eine interessante Sache. Also man hat hier schon ein paar Sachen umgesetzt, bei denen man merkt, das ist jetzt halt nicht irgendwie 0815 Ware von der Stange, sondern da sind ein paar interessante Ideen halt mit reingekommen. Ich sag's mal so,
es wäre mir persönlich das Geld wert, wenn man zwei Sachen ändern würde. Das ist eben einmal dieses Rumgeklackere hier drin von dieser Smartphone-Halterung und Nummer zwei, das hier oben vielleicht irgendwie wieder zu verschließen. Ja, es sieht irgendwie ganz nett aus, aber es ist, wie gesagt, schon ein bisschen anfällig einfach für Dreck, für Salzwasser, alles Mögliche, was da reinkommen könnte, um das zu korrodieren oder eben einfach zu verschmutzen. Wenn man die zwei Sachen noch irgendwie behebt, würde ich sagen, ist es eine wirklich tolle Geschichte. Aber was haltet ihr von dem Stativ? Wäre es was für euch? Oder sagt ihr, einfach viel zu teuer? Haut es gerne unten in die Kommentare rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut.